Hallo Leute, heute gibt's mal wieder ein Video aus der Reihe. Und zwar hat mich der Patrick von 123 Can unterwegs nominiert bei der Show Me Your Gear Challenge. Natürlich machen wir mit, ganz klarer Fall. Und ich fange jetzt auch direkt auch schnabbel nicht lang rum. Und zwar, Patrick, Decathlon ist für mich dasselbe wie für dich. Das ist einfach der geilste Laden, den es gibt. Also ich liebe den Ach. Das ist für mich, wie für manche Frauen, die Ikea ist, das ist für mich der Decathlon. Mega. Jedenfalls, meine euch die Errungenschaft, ist eine Trinkflasche von denen. Die hat 20 Euro gekostet, ich bin ja drum herum gekommen. Die kann immer runterfallen, gerade auch auf der Arbeit, wann ich sie dabei habe und die in den Gleisbereich fällt. Die geht einfach nicht kaputt. Die geht einfach nicht kaputt. Das ist wirklich toll. Also kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, 20 Euro Liter geht nein. Ich fülle mir meistens mein Wasser immer auf. Ohne Filter, ohne alles. Einfach aus dem Bach oder was sich halt gerade anbietet. Ab neu damit. Flasch. Neueste. Dann das älteste, mein Wanderrucksack. Also ich müsste jetzt liegen, das Ding ist vorneweg 10 Jahre alt Minimum. Aber ich glaube, es ist sogar schon mehr. Aber wie gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber 10 Jahre hat er Minimum. Nichts dran, nirgends, also ich kann mich da nirgends, wo die Not aufgeht oder so, Decathlon. Der hat, glaube ich, damals um die 30 Euro gekostet. Also irgendwas zwischen 20 und 30, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall absolut top, wirklich. Übrigens, Typ auf der Couch, ne? Das ist jetzt so, wo sie gehört, diese Patches. Finde ich auch eine ganz coole Sache, habe ich mal gewonnen. ist leider drauf gewandert. Ja, bevor ich ausschweife, ich versuche es halt ein bisschen kurz zu halten. Dann, das teuerste ist quasi mein Gimbal. Ich habe mir lange überlegt, ob ich meine holen soll, aber ich habe gedacht, komm, ist hier schon nicht schlecht, ne? Holst du eine. Und zwar ist das der iSteady. Hat gekostet 79 Euro. Ich glaube, normalerweise kostet er 89, aber ich will jetzt nichts falsch sagen. Ich verlinke euch das alles wieder in der Beschreibung da unten, wo es halt herkommt. Dann könnt ihr euch das Euro gewendet, das wolle. Von 79 habe ich schon gekauft. Das Teil ist wirklich richtig cool. Gefällt mir saugut. Ist handlich, ist nicht schwer. Man kann quasi das Stativ da unten trollen. Also falls jemand jetzt mal größere Badger-Händler hat wie ich, ich meine, mir wird das wahrscheinlich reichen, aber es ist einfach schade, nur mal was zu haben. Oder dass man halt einfach mal sagen kann, ne? Ihr kennt das ja. Ich muss jetzt nicht, ne? Mit näher drauf eingehen. Aber ich finde das Teil wirklich, also Preis-Leistung, finde ich richtig, richtig top. Dann Stirndamm. Die habe ich mal gekauft. Leute, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß bloß, als ich das Bärenhöhle-Video gemacht habe in Rotalve, habe ich das erste Mal ausprobiert. Und ich glaube, das liegt jetzt auch schon bestimmt. Ich weiß es wirklich nicht. September, Oktober? Ne, Oktober nicht. Eher September. Darum war das, glaube ich. Oder sogar noch. Ich muss gucken, ich weiß es nicht. Könnt ihr auch selber gucken, wenn ihr Lust habt. Jedenfalls habe ich die 8 bei Amazon gekauft. Das Ding hat 9,99 Euro gekostet. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, von wann das Video war. Ich muss gucken, aber es ist mit Sicherheit schon mindestens ein Vierteljahr her. Und seitdem habe ich die noch nie aufgeladen. Das ist der Hammer. Wirklich. Also ich bin da total verrückt. Halt und halt. Wieso du erzählst, Mensch, da wissen wir, wo ist der Frieden? Also Wahnsinn. Ich schweife schon wieder ab. Dann, das war das günstigste, mein allerliebstes, ist natürlich die Hundelein, Bene, weil da kommt mein Lieblingstier drauf, die Elina, den ich, ach, also, gell, ich hab sie alle lieb. Fine, willst du mal Hallo sagen, du hast deine Leid, Finche, die ist mit. Hier, komm mal her, Schatz, komm mal hier, ja, komm mal her, Elli, warte. Kinders, macht so keinen Sinn mit uns, jedenfalls, ihr kennt ihr uns, Finche. Die sind gerade am Spielen, deswegen sind die ein bisschen unaufmerksam. Die nehmen wir wahrscheinlich jetzt auch bald mal mit, weil ich denke, dass sie jetzt schon soweit ist, groß genug ist, aber ein paar größere Touren schafft. Gell, Mause, Bär? Ja! Und das ist mein allerliebster Gegenstand, weil ohne die gehe ich ganz, ganz ungern fort. Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem, ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls war ich da vor kurzem mal ohne sie unterwegs und das war schon. Mein Wanderbuddy hat halt gefehlt, ne? Der eine oder andere weiß vielleicht, wie das ist. genau. Dann wollte ich noch ganz kurz sagen, ich werde für dieses Jahr auf jeden Fall
auf jeden Fall noch ein Video machen, und zwar für die liebe Gudrun, weil die auch schon ewig jetzt auf das Video wartet, was jetzt dann kommen wird. Ich verrate es jetzt aber noch nicht. Aber die Gudrun, die weiß jetzt, was gemeint ist, weil sie wartet schon länger drauf. Das kommt auf jeden Fall nächste Woche, eingeplant ist es. Und dann will ich natürlich noch Frohe Rutsch und so Video machen, klar. Und halt auch Danke sagen, weil es ist Wahnsinn, was da immer von euch kommt. Also wirklich, ich. So weit kommen wir noch. Ich schweife schon wieder zu arg aus. Das ist ein Grundwerksproblem von mir. Ich bin halt Pelzerin. Jedenfalls komme ich jetzt mal noch ganz schnell zu meinen Nominierungen, bevor wir das vergessen. Und zwar nominiere ich die Wandersocke. Die kennen wir mit Sicherheit. Ach, die machen richtig tolle Wandervideos. Also die zwei sind richtig, richtig toll unterwegs. Gefällt mir mega gut. Dann nominiere ich Outdoor Pfalz. Die machen Lost Place Touren, Wanderungen. Also ach, ganz, ganz toll. Gefällt mir ach, super gut. Und der Armin Arno, viele Leid. Das ist ein wunderbarer Fotograf. Der macht Bilder. Also das ist mega, ne? Genau, also wenn ihr Lust habt, macht er mit, zeigt oder show me your gear, ja. Und dann freue ich mich, wenn ihr mitmache. Und ansonsten, wie gesagt, es kommt auf jeden Fall noch was vor Weihnachten, wahrscheinlich, und vor nächstes Jahr, wenn ihr dann halt da irgendwo zwischendrin, aber es kommt definitiv noch was. Und Patrick, finde ich cool, dass du mich nominiert hast. Richtig cool, wirklich, hat Spaß gemacht. Danke. Und bleiben alle gesund, gell? Bis dann. Tschüssel.